Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück! Ich warne Sie! Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Dann ist es also wahr. 1 und 1 hat nun Androiden entwickelt, die darauf basieren, wie Marcel Davis zu handeln. Ein Werkzeug für die ultimative Kundenzufriedenheit. Und sie gehen erst wieder, wenn alles läuft. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, wie ich immer auf so einen Schwachsinn komme. 1 und 1 Androiden, oh mein Gott. Das passt einfach so schön. Oh, hier ist eine Überwachungskamera. Wir sollten aufpassen. Und auch auf die Androiden. Also, Kinder, merkt euch. So sieht ein glücklicher 1-und-1-Kunde aus. So, der hat da nichts dabei. Arschloch. Problem ist, der eine ist jetzt hier reingelaufen, ne? Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht erwischen. Das könnte, glaube ich, ein bisschen fatal enden. So, wieder Sevastolink. Hier ist Fehler. Ordner fehlerhaft. Zubehör ist nichts. Okay, dann müssen wir mal hier hinten gucken. Jetzt müssen wir natürlich sehr gut aufpassen, ne? Ach, sieh mal, guck mal. Da steht er doch, oder nicht? Genau, da einer steht da hinten. Und hier ist das Büro mit den einen, von dem wir eben schon gesprochen hatten. Oh! Schrott, den nehme ich natürlich mit. Die Kiste ist natürlich wieder leer. Und hier ist noch eine Ausweiskarte. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Komm. Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Machen kann man hier nichts. Möchte ich auch nicht unbedingt hin, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das sieht mir hier sehr verdächtig aus. Überwachungskamera deaktivieren. Ups, ich glaube, ich sollte mal abhauen. Aber die gucken nicht nach, ne? Die gucken tatsächlich nicht nach. Die sind echt gruselig, finde ich. Ich finde die teilweise sogar noch gruseliger als das Alien. Weil die einfach so leise sind und plötzlich stehen sie hinter dir und sagen dann, guten Tag. So, jetzt können wir den Aufzug rufen. Komm schon. Wundervoll. Gut. Dann fahren wir mal zur Kommunikationszentrale. Keine Fahrstuhlmusik? Schade. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Mhm. Okay, das ist unsere Kollegin, die Captain. Also die Nachrichten kommen tatsächlich durch. So viel ist schon mal sicher. Ich speichere hier nochmal ganz kurz. Wir haben es gerade eben schon gesehen, da hinten lief wieder ein Androide rum. Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Immer schön aufs Radar gucken. Safety first. Aber hier scheint keine zu sein. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, hier hinten können wir wieder irgendwas machen, oder?
auf Ex-Kommunikationslink zugreifen. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Oh, na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Also, Kommunikation in Richtung nach außen ist blockiert. Wir können Nachrichten empfangen, aber wir können keine Nachrichten senden. Und es gibt noch ein paar Kommunikationswege, die noch offen sind. Und wir sollen jetzt erstmal irgendwen auf der Station kontaktieren. Ach guck mal, hier liegt noch eine Kiste, wo mal wieder nichts drin ist. So, und hier... Ach guck mal, das ist sogar geschützt. Aha. So, einmal Ditte. Einmal Ditte. Und einmal Ditte. Perfekt. Super. Zugriff gewährt. Dann schauen wir mal, was es heute gibt. Privat. Torrance Ruf. Diane Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Valaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ich glaube, dieser Audiolog, also der letzte gerade, den wir gerade gehört haben, ich glaube, das war der gewesen, der bei uns auf der Torrance ganz verzerrt ankam. Und man hat es eben auch schon gehört, die Torrance scheint wohl beschädigt zu sein. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Hoffentlich kommen wir mit der auch wieder zurück, falls wir überhaupt aufs Schiff zurückkommen. Das ist ja natürlich die Sache, ne? So, ich glaube, hier war noch irgendwo ein Lüftungsschacht gewesen. Tatsache hier. Da klettern wir nochmal ganz kurz rein. So, und dann einmal die Leiter runter. Mir fällt gerade so auf, das Alien hat sich lange nicht mehr blicken lassen. Sich zu fokussieren. Ah. Achso, cool. So können wir also... Das finde ich cool. Das ist geil. Oh nee, diese scheiß Androiden hier schon wieder. Ach, guck mal. Hier ist noch eine leere Kiste. Cool. Ich meine, dafür sind Kisten ja da, um sie leer zu lassen. Ist ja völlig klar. Mache ich auch immer. Ich kaufe mir mal Kisten und stelle sie einfach irgendwo hin und leg nichts rein. So, hier ist noch eine Bodenplatte. Da steppen wir gleich mal rein. Oh. Nee. Hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen. So, hops, einmal rein hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Mir wird hier gerade nichts angezeigt. Bleibt der da, oder? Okay, pass auf, ich husche mal eben kurz hin. Ah, jetzt. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Das ist schon mal gut zu wissen. Na komm, 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 geh weg da. Ich lasse ihn jetzt nochmal hier an das Pult gehen. So. Genau. Und jetzt geht er direkt... Hä? Jetzt geht er direkt wieder zurück, der alte Sack. Okay, komm, das nutzen wir. So, komm, 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 komm. Ganz still und leise. Nicht, dass er uns hier sieht. So, das hätten wir. Hoffentlich sind die nicht noch mehr unterwegs. Hallo, ist da jemand? Wenn sich jemand finden kann, wir brauchen Hilfe. Das ist Samuels, ne?
Das ist Samuels, der da redet. Oh, scheiße. Vielleicht können wir ja mit dem Kontakt aufnehmen. Also, er lebt auf jeden Fall noch. Und er sagt ja wir. Also, irgendwer muss ja noch am Leben sein. Wobei, ich glaube, das waren doch nur wir, Samuels und Taylor, die da den Weltraumspaziergang gemacht haben. Vielleicht ist Taylor ja auch noch am Leben. Und ist das jetzt eigentlich so schlau, dem Androiden hier hinterher zu laufen? Okay, das war nur ich. Oh, Schockmoment, was ist denn hier? Hallo, oh. Ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Der sieht kaputt aus. Hat er Loot? Der hat kein Loot für mich, schade. Alter! Oh, du Drecksding! Du kleines Drecksding, du! Oh, piss dich! Scheiß 1 und 1, Androide, Alter! Oh Gott, hoffentlich war das jetzt nicht so laut. Und nimm das Ding da weg, Mann! Oh, Alter, habe ich gerade einen Schock bekommen. Ey, dieses Drecksding! Ich bleib jetzt erstmal kurz hier sitzen und warte, bis der Androide hier wiederkommt. Weil ich will ihn nicht unbedingt jetzt in die Arme laufen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, ey, so ein Mistding. Okay, wir merken uns, wenn man die nicht looten kann, dann leben die noch. Und dann sollten wir uns fern von den Dingern halten. Okay, ich glaube, er kommt wieder. Genau, da läuft er. Man sieht den kleinen Punkt auf dem Bildschirm. Oh, dieses Mistding, ey. Da drehst du dich um und... Alter. Bin nicht da. Genau, geh du da mal weiter. Dass die Tür noch nicht hören, ne? Das müsste doch mega auffällig sein eigentlich. Wenn sich die Tür schließt und dann plötzlich wieder aufgeht oder nicht. Komme ich hier rein? Ah, hier komme ich rein, cool. Und wo geht's hier hin? Sind wir überhaupt richtig? In den Lüftungsschächten wird uns aber hier kein Marker angezeigt. Fürs Ziel, ne? So. Mir wird gar nichts mehr angezeigt. Hier ist aber noch ein Terminal, worauf wir zugreifen können. Sevastolink? So, Fehler vorrang nicht gestattet. Freigegeben. Audio. Aha. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Ja, das ist anscheinend wohl von unserer guten Taylor, die ja bei uns mitgeflogen ist, wo wir ja immer noch nicht wissen, was jetzt eigentlich mit ihr passiert ist. Ansonsten ist hier... Ach nee, guck mal, hier ist noch so ein kleines Schränkchen. Ist leider aber auch nichts drin, ne? Ah, hier ist noch ein Lüftungsschacht. Da gehe ich doch direkt nochmal kurz rein. So. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt richtig? Aha. Hier ist nichts. Ja, also sehr viel als eine Audionachricht haben wir jetzt auch nicht gefunden. Hier ist noch ein bisschen Schrott. Und hier können wir nochmal speichern. Das machen wir natürlich mal eben. So, jo. Ach, jetzt haben wir wieder einen Marker, aha. So. Wir sollen uns hier also... Ah, okay, ja klar, mach ich gleich. Ich will nochmal ganz kurz schauen, ob hier irgendetwas liegt. Weil ich will wirklich alles mitnehmen. Scheint aber nicht so zu sein. Gut, dann gehen wir da einmal kurz ran. Was? Ah, okay, alles klar. Die beiden Zahlen da, die müssen gleich sein.
Jetzt haben wir hier noch einen Bildschirm. Boah, ich bin voller Hackermaster, Alter. So, in Wirklichkeit hacken wir hier gerade wieder das PSN. Das blicke ich jetzt gerade irgendwie nicht. Irgendwas habe ich jetzt... okay, diese vier kleinen Punkte auf der linken Seite, die zeigen mir an, welche Pfeiltaste ich drücken muss. Ah, jetzt haben wir es. Geil. Okay. Samuels, Sie leben. Ripley hier. Ripley? Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab's geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Die Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Wie es aussieht, ist die gute Taylor also noch am Leben? Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Six-Mitarbeiter. Oh nö. Oh nee, jetzt kommen die 1 und 1 Mitarbeiter. Ich versteck mich mal eben kurz. Bin ich da? Die kommen hier wahrscheinlich gleich in der Reihe alle reingestiefelt durch die Tür. Ich sag's auch noch und die machen's auch noch. Ich glaube, wir sollen zurück zum Fahrstuhl. Okay, warte mal, ich muss noch kurz... Okay, pass mal auf, ich habe einen richtig geilen taktischen Plan, ja? Und zwar lautet der so... Lauf, lauf, ey, lauf! Unterbrechung aktiviert. Lauf! Lauf, 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 komm, 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 komm! Lauf, lauf, gib nicht auf, Dönerbude hat noch auf! Lauf, lauf, gib nicht auf, Dönerbude hat noch auf! Lauf, lauf, gib nicht auf, Dönerbude hat noch auf! Komm, 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 komm! Die sind uns doch gerade locker auf den Fersen. Scheiße. Oh ne, ist ja noch einer. Ist hinter uns einer? Oh, warte. Ich hab ne Idee. Komm rein. Komm. Oh, ich hab die ganze Zeit Schiss, dass er mich jetzt gleich irgendwie rauszieht. Pass auf, wir gehen jetzt einmal nach oben. Dann laufen wir einfach die Treppe wieder runter. Hoffentlich steht er dann nicht da hinten. Ich hoffe, der Plan funktioniert jetzt. Könnte auch mega in die Hose gehen, ich weiß es nicht. Ja, okay, er ist auf der linken Seite. Okay, komm! Zack, 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 komm, 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 komm! Los, drück den Knopf! Oh, tschüss! Boah, Alter, sind die Viecher widerlich, Alter. Richtig ekelhaft. Alter! Oh Mann, ey, also ohne Scheiß, ich finde die bis jetzt schlimmer als das Alien. Ach kacke, jetzt sind wir ja schon wieder hier. Ich geh mal kurz in der Hocke. Genau, der 1 und 1 Kunde liegt da. Auch noch, ich habe gerade Schritte im Lüftungsschacht gehört. Oh nee. Oh nee, bitte nicht. Oh nee, das muss, oh nee. Das tut doch nicht Not. Das tut doch echt nicht Not, bitte. Androiden und Alien, das... Nee, komm. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Aber die Tür ist jetzt wenigstens offen. Aber warum, ist die Frage. Oh, wo geht der jetzt hin? Ich hoffe nicht hinter uns, ja? Ich lege jetzt einfach mal einen Gang dazu, ja? Okay, sind alle noch hinter uns? Oh, mies wäre das ja, wenn diese gesamte Schar, die wir ja eben da in der Kommunikationszentrale jetzt, wenn die immer noch hinter uns her wären. So, speichern, komm. Oh, durchatmen. Alter. Dieses Spiel, ey. Dieses Spiel. So.
Und dann geht's wieder die Treppe runter. So, immer schön brav auf das Radar schauen. Oh nee, mir fällt gerade ein, hier waren ja auch noch Androiden gewesen, ne? Hier waren noch auch noch Androiden, da ist auch schon einer. Und ich glaube, die greifen uns zu 100% bestimmt an. Ich warte mal, bis er da weggeht. Oh, gut, okay, pass mal auf. Ich gehe da links einfach rein. So lachen bedeutet. Ja. Im Übrigen, das ist ja Pimmelkopf gewesen, ja? Der sabbert ganz gerne mal aus Schächten raus. Wenn du dann auch noch drunter, unter drunter läufst, dann bist du tot. Wollte ich nur mal kurz so erwähnt haben. Also spaßig ist das auf jeden Fall nicht. So, pass mal auf, wie kommen wir jetzt? Jetzt müssen wir hier raus. Der Typ darf uns jetzt natürlich nicht sehen. Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst... Wie soll man so verdächtig zu einem hingucken, ey? Das ist echt widerlich. Die wissen doch ganz genau, dass wir hier sind. Die spielen nur mit uns. Ich bin mir sicher. Boah, Pimmelkopf, kannst du mal da oben die Fresse halten? Dieses blöde Rumgepolter von dem immer. Bei 1 und 1 finden sie Hilfe. Von Anfang bis Ende. Na komm, geh wieder. So, und wir nutzen das mal eben ganz fix aus. Gehen jetzt mal hier hin. Der lässt uns in Ruhe. Ein großes Sichtfeld haben die aber nicht, ne? Oh, da ist der Nächste. Da wird wieder gesabbert. Sieht ihr uns? Nee, ne? Was ist das denn? News, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich sollte rennen. Ah, nein. Das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Schön, kannst du mal hinmachen mit deinem tollen Audiolog? Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tedus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Mein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der Neue weiß, was er tut, aber 2 Tage Vorwarnung für sowas ist einfach verrückt. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Alles klar, gut, ich drück mal ganz kurz hier den Fahrstuhl. Ich glaube, wir haben jetzt hier sowieso... Haben wir jetzt hier einen Ladebildschirm? Ja, gut, ich wollte das eben zu Ende laufen lassen. Die Androiden haben wir zum Glück abgelassen von uns. Das war gerade der Captain von der Nostromo aus dem ersten Alien-Film. Und der hat davon gelabert, sein erster Offizier wurde er ersetzt. Und wir wissen ja, also wer den Film gesehen hat, weiß ja ganz genau... durch wen der ersetzt wurde, ne? Ich will da natürlich jetzt nicht spoilern, schaut euch den Film mal selber an. Sehr interessant. Interessant. So. Ich glaube, wir kommen jetzt ja wieder... Oh, wir kommen wieder in diese blöde Halle da rein, ne? Mit diesem Raketenantrieb da. Das bedeutet Schnuppi-Alarm. So, schwarzer Ladebildschirm. Und wir sind ja auch gerade zurück. Zurück vor allen Dingen. Wir sind ja auch gerade auf dem Weg zu Samuels und Taylor. Oder auf den Weg dorthin, besser gesagt. Die Schnauze, Mann. Warum liegt dann Androide? Nee, da lasse ich mal schön die Finger von. Du, das kannst du vergessen, Freundchen. Die Dinger fasse ich nicht mehr an. Tote Androiden ist tabu. Einmal reicht. Eigentlich können wir uns auch mal so eine Impfpistole geben. Weil wir ja von den einen angegriffen worden sind. Übrigens sind wir bis jetzt ja erst einmal gestorben, fällt mir gerade so ein. Oder? Doch einmal. Wir sind erst einmal gestorben. Ist doch gar nicht mal schlecht für Anfang. Für den Anfang, Entschuldigung. Da faucht doch schon wieder irgendwas. Boah, ich kriege die ganze Zeit Paranoia, ey. So.
Also gleich nur noch kurz Transit rufen und dann auf zu Samuels und Taylor. Heieieieieieiei. Und vorher natürlich nochmal kurz speichern. Meine liebste Aktivität in diesem Spiel. So. Hätten wir auch. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay, mir wird hier nur angezeigt, dass es auf jeden Fall hier im Raum irgendwo ist. Ist das der hier? Haltestelle für Sixen Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Sind wir hier richtig? Ich bin auch gerade überlegen, loote ich nochmal? Aber das Alien ist uns... Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Auf den Fersen. Da sind Menschen. Aber die haben keine Waffen, sehe ich gerade. Wollen wir da mal hingehen? Ich meine, wir haben ja gespeichert, von daher ist das ja eh egal. Guten Tag. Hallo? Was ist denn... Ich... Ja. Kann mir mal jemand erklären, was das da werden soll? Irgendwie eine Zirkusaufführung oder sowas? Synchrones Weglaufen. TV Total, das synchrone Weglaufen. Leute, ihr wisst, dass ich euch sehe, ne? Kaum haben sie keine Waffen, wer laufen sie wieder weg? Guck mal hier, ich hab doch keine Angst vor dir. Also du brauchst keine Angst vor mir, meine ich. Ich hab nur noch Revolver. Aber ich darf natürlich nicht schießen, weil sonst das Alien kommt. Alter, ich sehe dich. Sag mal, Mädel. Und weg ist er. Was passiert hier gerade? Kann mir das mal jemand erklären? Hey, Schätzchen. Komm her. Oh, Schnuppi. Pimmelkopf hat sich wieder ein bisschen angekündigt. Ich würde ihn ja ganz gerne umklatschen, ne? Einfach wegen Loot oder so. So ein bisschen doof sind die ja schon. Oh, jetzt hat sie meinen Gang zugelegt, Alter. Ich sehe nur noch ihre Hand. Das ist ja... Wahnsinn. Na gut, pass mal auf. Ich hau mal ab. Ich lasse sie da mal in Ruhe. Ja. Wenn ich jetzt richtig gemein wäre, würde ich jetzt eigentlich einen Geräuschmacher bauen und den dorthin werfen und dann abhauen. Wir haben gespeichert. Lauschen wir mal. Ja, schön. Nee, nicht hier hin. Oh, du Idiot. Ich warte gerade. Vielleicht entdeckt es ja noch den einen. Ich bin schon fieser, ich weiß. Entschuldigung. Das ist einfach so verlockend. Na komm, pass mal auf, wir hauen mal ab, ne? Dann habe ich jetzt eine Freundin getötet. Ist ja auch egal, ist ja nur ein NPC.